1981 gab es eine Schlagzeile, der KIV ist wieder da. 2012 gibt es auch wieder den KIV in der Oberliga, und zwar den KIV in 80. Bei mir steht es Elmar Schmitz, der Trainer der Oberligamannschaft. Elmar, erstes Spiel 4:3 gewonnen. Ich denke mir auch, hochverdienter Sieg, auch wenn es am Ende etwas knapp wurde. Dein Statement zum Spiel? Ja, ich habe eben schon gesagt, ich habe viele Dinge gesehen, die die Mannschaft richtig gemacht hat. Ich habe ein paar gesehen, die sie falsch gemacht hat. Wie du schon gesagt hast, das ist meine Meinung auch, Ergebnis entspricht nicht ganz dem Spielverlauf. Wir hätten den Sack eher zumachen müssen, haben uns selber durch eigenes Verschulden nachher nochmal in die Situation gebracht, dass wir hätten auch einen Punkt verlieren können, aber unterm Strich hochverdienter Sieg. Wir hatten ein Torschussverhältnis von 44:22 und waren auch die spielbestimmende Mannschaft über 60 Minuten. Was mir besonders aufgefallen ist, eine spielstarke, spieltechnische Mannschaft, wo jeder Pass fast ankam. Ich fand auch das Überzahlspiel war recht gelungen, auch wenn nur, glaube ich, ein Tor dabei rausgesprungen ist. Ja, bei den Situationen haben wir sicher gut gespielt. Wir haben ein Tor gemacht in der Überzahlsituation. Die Scheibe lief da sicher in unseren Reihen. Hatten wir in der Vorbereitung auch schon sehr stabil gespielt, haben halt technisch gute, beschlagene Spieler. Und wenn wir das noch weiter verbessern können, da die Torausbeute auch, dann sind wir auf einem guten Weg. Jetzt hast du natürlich den Vorteil, mit 4 Reihen durchzuspielen. Du musst nach oben abgeben, beziehungsweise eventuell nach unten. Wie sind die Absprachen so mit den Pinguinen und mit der DNL-Mannschaft? Ja, wunderbar. Wie man sieht, wir hatten in den letzten Wochen den Marc Schaub immer dabei. Der hat bei uns wirklich sehr, sehr stark gespielt und ist dann heute auch wieder mit einem Einsatz in Augsburg belohnt worden bei den Pinguinen. Sogar erfolgreich. Die haben ja gewonnen jetzt im Penalty-Schießen. Und auch mit dem DNL-Trainer sprechen wir uns natürlich jederzeit ab. Und wie du schon sagtest, wir haben dann 4 Reihen immer auf dem Eis, können immer Gas geben, Tempo machen. Das ist eigentlich eine perfekte Absprache im Moment hier. Am Sonntag der nächste Gegner Duisburg, 18.30 Uhr in Duisburg. Ich denke mir, ihr seid klarer Außenseiter, ihr habt da nichts zu verlieren. Wie geht ihr in die Partie rein? Ja, ganz klar. Wir haben die wichtigen Heimpunkte geholt am ersten Spieltag und gehen jetzt mit Selbstbewusstsein und breiter Brust nach Duisburg. Die sind hoher Favorit, haben heute auch deutlich gewonnen, ich glaube 7-0 gegen Ratingen. Und wir werden sicherlich ein wenig defensiver da agieren und sehen, ob wir den einen oder anderen Nadelstich setzen können und schauen, ob da unter Umständen auch was zu machen ist. Aber ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die immer die Möglichkeit hat, 60 Minuten im Spiel zu bleiben. Und dann muss Duisburg auch erstmal zeigen, dass sie da in der Lage sind, uns entsprechend auszuspielen. Elmar, wir von NRW Hockey wünschen dir viel Erfolg in Duisburg und nächste Woche Danke. Kommt Frankfurt. Und wir hoffen natürlich, dass gegen Frankfurt ein bisschen mehr Zuschauer kommen. Es waren 210 Zuschauer in der Rheinlandhalle. Es lohnt sich wirklich, wieder einen Besuch in der Rheinlandhalle zu machen. Bis dahin verbleiben wir von NRW Eishockey und sagen Tschüss.